Jetzt rechts abbiegen. Genau, hier in den Baum rein. Da fahren wir noch durch, wir haben die Vorfahrt. Die nächsten 3,3 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Tja, der Wagen, der da gerade vor uns fährt, hätte uns normalerweise die Pakete heute liefern müssen. Aber ungünstigerweise hat Amazon gesagt, nee, ist nicht. Weil die haben versucht, um 0.19 Uhr bei uns an der Haustür zu klingeln. 0.19 Uhr, jawohl. Besonders schnell fährt er allerdings nicht. Na gut, hier ist verstärkt Wildwechsel. Und eine Ölspur. Nee, brauchen wir nicht. Das haben wir da reinpacken. Jetzt hat es der Postwagen aber ziemlich eilig. Hier darf man normalerweise nur 70 fahren. Habt ihr euch ein Wetter ausgesucht, um hier jetzt anzudämpfen? In 200 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Ja, es war in 200 Metern in den Kreisverkehr erstmal reinfahrt, ne? Das sah wie ein Stein aus, der da lag. Nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Erstmal reinfahren, du Knotto. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. Ja, da ist es ein bisschen spät. Na, Postwagen, schaffen wir es noch? In 200 Metern rechts abbiegen auf die B444 in Richtung Peiner Straße. Da liegt ein Fehler vor, weil die Straße, das müsste schon bereits die Peiner Straße sein. Jetzt rechts abbiegen. Genau, über Rot, jawohl. Stadtbus, oh. So was sieht man hier selten. Der latscht aber drauf. Die nächsten 3,3 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Wenn hier ein Fußgänger gewesen wäre, hätte er jetzt platt gemacht.
würde wirklich merkwürdig aussehen, wenn der zur Tankstelle fahren würde. Aber natürlich wird er dran vorbei, das ist ja richtig. Wir vermuten mal, dass er zur Zentrale fährt, um sein Fahrzeug hier voll zu machen. Für die nächsten Fahrten. Das wird Enkelchen. Na, geht. Na gut, der hätte jetzt auch zwei Möglichkeiten. Einmal am Kreisel dann auf der Umgehungsstraße drauf fahren, so wie wir das machen. Oder er könnte auch geradeaus fahren. Die Strecke wäre kürzer. Und aufgrund, da das ein Elektrofahrzeug ist, wäre das sogar energiesparender für ihn. Wo fährt der denn? Wie war das mit Rechtsfahrgebot? Der Außenspiegel, der linke, der ragt da bestimmt schon in den Gegenverkehr rein. Guckt euch das mal an, der fährt ja schon über der Linie. Rechtsfahrgebot deswegen, falls der Radweg auf der Backbordseite unpassierbar wäre und die Radfahrer auf der Straße fahren würden und die Autos halt den Radfahrer überholen müssten. Und bei so einer breiten Straße fährt man dann trotzdem rechts, damit der Gegenverkehr die Radfahrer wie gemütlich überholen kann, mit der Seitenabstand. Aber es gibt es ab und zu auch mal, dass sie, wenn zum Beispiel Trecker ihre Felder bestellen, irgendwas dran rummachen oder so, dass dann der Radweg unpassierbar ist. Da müssen wir halt auf die Straße fahren. In 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Erstmal in den Kreisverkehr reinfahren. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ja, hier ist die erste und jetzt gleich rechts oben den Hügel runterballern, jawohl. Ja, der fährt doch geradeaus weiter. Unser Voranuns sind wir mal wieder. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. Sind wir schon die dabei? Nächsten 2,1 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Mal aufgrund der Wiederaufladung, aufgrund der Benutzung der Bremse halt, der elektronischen, lädt er halt das Postfahrzeug sozusagen wieder auf und ist so energiesparender unterwegs, als wenn er hier langfahren würde Richtung Bahnhof. Hier lang würde es zwar schneller gehen, aber er würde mehr Energie verbrauchen. Habt ihr gesehen, der hat Lichtdruck gemacht. Wir können uns nicht vorstellen, dass er da damit meint, dass wir da zu wenig Licht anhaben. Es kann sein, dass in der Blitzerstraße ein Blitzer steht. Dann wollen wir mal dementsprechend unsere Geschwindigkeit mal anpassen. Also leicht senken. So, auf der Steuerbordseite wäre jetzt die so besagte Blitzerstraße, da wo der jetzt gerade rauskommt. Jetzt laut Navi ungefähr 70 drauf. Die Blitzerstraße ist aber frei, da ist keiner. Okay, den war es wahrscheinlich doch wegen unserer Zuschlagbeleuchtung auch. In 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Nee, wir fahren geradeaus drüber weg. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Darf ich es mal reinfahren? Eieieiei. Hallo LKW. Du bist zwar stärker als wir, aber wir haben Vorfahrt. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. Die nächsten 1,3 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Nicht ganz. Aber ich weiß nicht, nur Kreisel, dann nehme ich auch schon wieder raus.
Der ist sogar schon auf dem Navi markiert. Und das ist doch kein Kilometer, wenn es sein. Laut dem Navi schon. Da hinten ist Workways. Da scheint die VS zu laufen. Ein Streifenwagen in Blau-Weiß. Oh, wir behalten grün. Soll doch durchsausen. In 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Laut Navi sind das jetzt erst 200 Kilometer im Zoll wieder. Oh, ganz schön was los hier. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Wollen wir mal gucken, wo der LKW jetzt hin will, oder? Der. Und da, und da, und da. Da sind wir vorher noch drin. Wird ja nicht frech. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. Nee, machen wir nicht. Die nächsten 3,7 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Wir fahren dreimal im Kreisverkehr gut drumherum. Nur aus Jux und Dallerei. Selbst die Straße hier ist gut ausgelastet. Aber laut Navi wird die Straße in grün markiert. Wieso macht der manche Straßen gelb? Ich verstehe nicht. Was ist denn die Gesamtentfernung noch? 12 Kilometer. Dann werden wir leicht unter 200 Rest kommen. Der verringert. Also bei der Verkehrslage hier zum Blitzer hinzubauen wäre total dämlich. Weil wie man sieht, kommen wir ja noch nicht mal auf 70. Laut Kamera sind wir gerade mal auf 60 GPS-Geschwindigkeit. Weil GPS und Tacho unterscheiden sich ja. Schon komisch, man hat ein Auto, was im Internet ist und GPS verbunden, aber zeigt den Tacho normal an, also ohne GPS. Hier ist ja was los. So, Rekuperationsbremse. Der Latsch fällt drauf. Kann sein, dass wir die Ampelphase nicht schaffen, weil zu viele Fahrzeuge vor uns sind. Komisch, dass die Verbrauchsanzeige gleich über 60 kWh geht, obwohl wir nur ganz schwach drauflatschen. So, es kann weitergehen. Manche Autos haben Start-Stopp-Automatik. Mhm.
soll angeblich schlecht für den Anlasser sein. Aber ständig Auto aus, Auto an ist nicht gut. Außerdem wird die Batterie dann auch dementsprechend belastet. Ist auf dem Navi die Straße wieder gelblich markiert. Der Fahrweg. Warum, wissen wir nicht. Oh, gerade ist das grün. In einem Kilometer die Hauptstraße rechts verlassen. Da muss man gerade die Fußbremse mitbremsen. Lass mal weg. Da war das. Okay. Und schon können wir weiterfahren. Ja, wo wir nur leicht auftreten, geht er über 60 km/h an Verbrauch. Das wäre nicht schlecht, wenn man das in der Kamera mit einblenden könnte. Die Hauptstraße an der nächsten Ausfahrt verlassen und dann links halten. Genau das haben wir vor. Aber lass uns dazu erstmal eintreffen. Hier ist die Straße wieder grün markiert. Da hinten würde dann wieder dieses komische Geräusch kommen. So, jetzt Steuerbordseite. Jetzt rechts abfahren und dann links halten. Genau, links ging das Schild gegen Don an. Oh, da ist Stau. Jetzt links halten und dann sofort links abbiegen. Nee, wir springen drüber. Die meisten wollen backbordseitig weg, so wie wir. Muss da irgendwas Tolles geben, dass so viele da links rum wollen? Auch hier ist ja die Straße wieder gelblich markiert. Ja, bei der Verkehrslage hätten sie da am besten auch eine Ampel hinmachen müssen. Weil da kann es gut zu Stauungen kommen, wie man jetzt sieht. Wenn wir jetzt so wie vorhin wie der Postwagen geradeaus weitergefahren wären, dann wären wir in dem Fall schneller gewesen. Aber wer sollte es ahnen? Weil dann wären wir nicht aus der steuerbordseitigen Richtung gekommen.
Hier werden wir jetzt ein bisschen länger stehen. Hinter uns schon die ganze Einfahrt steht schon zu. Oder eher gesagt, die ganze Abfahrt schon. Man kann ja hier nirgendwo hinweg ausweichen. So, zweite Fahrzeuge konnten rumfahren. Jetzt wieder Querverkehr. Weitere Fahrzeuge können rumfahren. Wir könnten jetzt überlegen, steuerbordseitig wegzufahren, irgendwo zu wenden und dann drauf. Aber jetzt, wo wir schon kurz davor sind. Jetzt links abbiegen. Genau, vorne gegen krachen. Der kleine Mini hört sich geil an. So, der Blaue hat Vorfahrt. Von da kommt auch was. Ich wollte gerade sagen, wir drücken hier auf den Knopf. Eieiei, da kommt noch ein bisschen mehr Verkehr. Backbordseitig wäre frei, aber hier auf der Steuerbordseite nicht. Wir starten jetzt einfach mal. Und los geht's. Die nächsten 5 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Machen wir doch gleich. Wieso ist denn das hier rot? Ist das normal, dass die Straße hier auch rot ist? So ein Ding. Nicht schlecht, wenn man das irgendwie abschalten könnte. Weil jedes Mal an dieser Stelle hier macht er so eine Geräusche. Und wir wissen nicht, was es ist. Warum er das macht. Beim Display wird nichts angezeigt. Frischer Spargel? Jetzt ist gar keine Spargelzeit. Ich glaube, da seid ihr wohl leicht daneben. So, hier dieses 70er-Schild durchgestrichen, das hätten sie mal wegmachen sollen. Weil hier jetzt nochmal die Geschwindigkeit zu erhöhen wäre total dämlich. Weil direkt hinter der Kurve die steuerbordseitig weggeht, da ist ja schon die Ortseinfahrt. Wir haben es aber jetzt auch schon leicht erhöht, aber da hinten müssen wir sowieso wieder drosseln. Da ist das Schild. Deswegen verringern wir jetzt schon mal. Da war ein bisschen zu viel verringert, ne? Der Transporter, der Rote, der da raus will, der hat jetzt auch Probleme rumzukommen. Hier in Kleinilse sind die Straßen ja noch schmaler. Wenn sich hier zwei LKWs begegnen, naja. Zwei Busse sind ja schon schwierig hier. Ja, jetzt auch rum da. So, der Preis ist hier auf 1,60 Euro. Also doch wieder ein bisschen geringer als bei uns an der Tankstelle. Na gut, wir von der elektrischen brauchen das ja gar nicht mehr. Aber der Preis war schon mal deutlich höher.
Auto jetzt hinten qualmt, so wie sie, hat er wohl den Motor jetzt gerade erst angemacht. Also das Auto, der Motor wird doch kalt sein. Oh, das war ein Straßenkamerawagen. Der hat eine 360-Grad-Kamera drauf gehabt. Auch hier ist die Straße wieder gelblich markiert vom Navi. Warum, wissen wir weiterhin nicht. Aber man kann das Navi leider nicht fragen, warum er das macht. Ja, das wäre es noch, wenn man Navi gibt, wenn es ein Navi geben würde, was man fragen könnte, warum das Navi das so und so anzeigt. Wir wären der LKW beinahe in den Graben gerutscht. 50 ist schon. Ach, da hat jemand das Ortsschild geklaut. Auch nicht schlecht. Konnte wohl jemand gebrauchen. Wieso klaut man hier ein Ortsschild? Das ist ja lustig. Jetzt müsste man das Video müsste man am besten hier an dieser Stelle hier stoppen. Und dann ausschneiden, um zu kontrollieren, ob es das gleiche Kennzeichen ist, was bei uns in Edemissen vor uns vor der Nase war. Was wir uns allerdings nicht vorstellen können. Na, hier haben sie wohl was Größeres vor, ne? Na, wollt ihr rüber? Nee, die sind schon vorbei. Ja, so wie es aussieht, machen das die Fahrzeuge vorne sogar richtig. Weil die Ampel hinten rot ist, warten sie hier bei grün vor der Ampel sogar noch. Ne? Ja, jetzt machen sie es allerdings falsch. Jetzt ziehen sie trotzdem raus. Naja, also wir halten jetzt erstmal hier in der Linie an. Wenn nämlich aus der steuerbordseitigen Straße einer rauskommt, so wie der rote vor uns, oder braune, der wartet jetzt einfach vor der Straße. Dann können die Fahrzeuge nämlich wie gemütlich rausfahren. Ohne warten zu müssen. So, Hauptkreuzung ist Ampel grün geworden. Können wir auch langsam weiterfahren. In 500 Metern rechts abbiegen. So, wir holen jetzt einen Zollstock raus und messen nach, ob es 500 Meter sind. Ausführlich kann man gar nicht anklicken. So, hier sind 2 Sekt mehr. In 200 Metern rechts abbiegen in die Straße an der Hütte. An der Hütte? Ist das dann wie bei Harry Potter die heulende Hütte? Oder? So, wollen wir mal den Verkehr hinter uns informieren, dass wir hier steuerbordseitig rum wollen? Jetzt rechts abbiegen. Genau, hier in den Graben rein. Die nächsten 1,5 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. So, auch hier ist die Straße wieder gelblich markiert, nicht grün. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir sind noch die 2 Kilometer noch. Wie schnell darf man hier fahren? 50? 100? Okay. Wir wollen geradeaus weiter.
Also 100 finden wir für die Strecke hier zu schnell. Da kann eine Menge Wildwechsel hier auftauchen. Eigentlich hat es der nicht. Oder das Fahrrad geht zu schwer. So, Navi, bist du lernfähig oder nicht? Nimmst du jetzt die erste Straße? In 500 Metern rechts abbiegen. Oder willst du trotzdem wieder die zweite haben? Wir wollen nämlich jetzt die erste da rein. Zumindest, wenn wir da reinfahren können. Keine Einbahnstraße? Gut, dann fahren wir jetzt hier rein. Nee, macht das Navi wieder verkehrt. Wir wollen jetzt hier in die Feldstraße rein. Die hat er jetzt sogar grau markiert. Ah, jetzt ist er grün. Jetzt links abbiegen. Genau, das haben wir auch vor. Und dann brauchen wir nämlich nur noch geradeaus fahren. Ist doch einfacher. Die Fahne ist sogar schon in Sichtweite.